Einfach die Harmonie der fünf Wandlungsphasen, ja, mit der Intention auf den Atem und langsamer zu werden und entspannt dabei. Die Übung ist relativ komplex, finde ich. Also dafür, man kann sie recht schnell lernen. Die ist recht komplex. Sie walkt den ganzen Körper einmal durch und hat viele, viele Aspekte, auf die man Obacht geben kann. Ich mache die manchmal aus dem Stehgreif sogar, nachdem ich mich kurz gesammelt habe. Also das ist wichtig. Ja, dieses komische, immer diese Pause vorher ist ungeheuer wichtig, damit man nicht dem Affengeist verfällt. Also nicht dieses Action, weil das übergeht, Probleme. Ja? Sondern eigentlich langsamer werden, bei sich sein. Durchlässig. Qi Gong. Ja, erst durchlässig und dann dieses Qi, was auch immer, wie auch immer ihr das dann fühlt in dem Moment, weil es scheint ein endloses Üben zu sein, also ihr werdet damit immer besser. Ja? Und dieses Qi zu kultivieren, Qi Gong, ja? Ist das Thema von Qi Gong. Kommt fast nie vor. Ja? Weil das ist nicht nur die komischen physischen Bewegungen, sondern das ist halt viel mehr. Und dazu gehört die Meditationspraxis. Kann man leider nicht anders. Es geht so nicht anders. Und selbst die Meditation muss anscheinend auf einer bestimmten Ebene sein. Also ihr müsstet dann dieses Nicht-Selbst erreicht haben und bla bla. Es ist viel, es ist ein Stück Theorie dabei, die immer feiner wird und so. Aber eigentlich erfragt bei einem Meister. Bei mir zum Beispiel. Also deswegen stellt Fragen. Das ist auch wichtig. Harmonie der fünf Wandlungsphasen. Aber wir machen die oft, weil die eben so gut ist. Und wie bei all den Sportveranstaltungen, macht es so, dass es euch gut tut. Ne, folgt nicht unbedingt der 100% der äußeren Form. Wenn ihr nicht so gut in die Hocke gehen könnt, dann macht ihr nicht so tief. Hier gibt es keine Sternchen oder irgendwas, keinen Leistungsdruck. Im Gegenteil, wir wollen weg von diesem Leistungsdruck. Ne, wenn ihr in 10 Jahren ein bisschen mehr in die Hocke kommt, ist das doch gut. Ne? Es gibt hier wirklich nichts, keine... Ich muss das so können wie die anderen. Nein, so wie euch das gut tut. Und wir machen das nicht so langsam, weil wir Opa und Oma sind, sondern wir machen das so langsam, um unsere Körper wahrzunehmen. Also selbst ein 18-jähriger Kung-Fu-Kämpfer macht manchmal so langsame Bewegungen, um richtig rauszufinden, wo er noch weiter üben muss. Es macht auch Sinn, dann über die Monate und Jahre mit diesem Set von Übungen zu bleiben. Also da auch nicht immer wieder neue Formen kennenzulernen zu wollen. Also wenn ihr das wollt, macht es. Ja? Aber ich merke immer mehr, es ist wichtiger, die Formen zu finden, die gut für den Körper sind.
und bei denen dann zu bleiben. Um Körper, also mehr Gewicht auf Körperwahrnehmung und Entspannung und das Kennenlernen davon zu lenken und nicht immer auf neue Choreografien. Das ist wichtig. Und das innere Lächeln entwickeln, das ist auch wichtig. Ein Durchgang noch. Und schon das Qi einsammeln. Wunderbar und danke für diese Session. Ich mache jetzt mit euch, wenn ihr wollt, noch diese nixige Atemübung. Ja, 3 Minuten oder sowas. Mal schauen. Okay. Ist wirklich gar nichts, ne? Rumsitzen. Und nur auf den Atem achten, mehr ist das nicht. Und eine Intention.
der man mit positiver Verstärkung folgt. Ja, die Intention ist dieser Flaschenatem, vollständiges Atmen, aber ohne Anstrengung. Wirklich, immer wenn es so in die Richtung geht, dann merkt man das, dass man freier atmen kann, dass man freier seinen Körper bewegt, trotz dessen man rumsitzt. Also Körperwahrnehmung ist bei mir immer noch ganz wichtig, ne, um festzustellen, wie bewegt sich mein Körper beim Atmen. Und wenn ihr da nicht viel spürt, dann ist auch das normal, ne, weil es wird eben feiner. Ne? Und am Anfang, am Anfang hatte ich so ein bisschen Skepsis gegenüber dieser Körperwahrnehmungsgeschichte, weil ich dachte, das würde dann so ein überflüssiges Fühli-Fühli sein, was nur zu Hypochondertum, zu eingebildeten Krankheiten führt. Ist es nicht. Also wir kriegen eben dadurch, dass wir das eben nicht verbal ausleben, dieses Fühlen, sondern es fühlen lernen. Ja. Kriegt man einfach mehr mit, was überhaupt los ist. Ja. Und die Probleme, in Anführungsstrichen, die da sind, kann man am Anfang eben mit den professionellen Leuten, Therapeut oder Arzt oder Physiotherapeut oder was auch immer ihr da entdeckt. Also sind dann punktuelle Probleme, die herausstechen, und die kann man dann mit einem Spezialisten, der darauf geeicht ist, punktuelle Probleme zu bearbeiten mit euch, angehen. Weil das, was man dann feststellt, ist komplexer. Also wie Muskelgruppen hier diesen Finger drücken. Am Anfang kann man nur die Fingerkuppen merken, dann vielleicht hier ein bisschen mehr, bis man merkt, das hat Auswirkungen auf den Rücken. Dann bleibt man da lange stehen und irgendwann merkt man, dass sogar das mit den Unteroberschenkeln und so weiter zusammenhängt. Nur dieses läppische Drücken der Fingerkuppen. Und mindestens bei Querflöte, Klavier oder irgendwelchen taktilen Geschichten ist es gut, darüber Bescheid zu wissen, weil man dann sich mit dem Körper ergonomischer verhält. Vielleicht ist das einleuchtender. Ja? Also man verhält sich so, dass es einem gut tut. Und dann wird man auch effektiver. Also es ist kein nicht ich verstecke mich hinter Krankheiten, sondern ich werde gesünder. Ja? Und das ist der Weg. Und eben nicht so hauruckmäßig, sondern deswegen ist es ein Weg. Es muss halt zu so einer Gewohnheit werden. Obwohl Gewohnheit eben auch abstumpft, man muss aufmerksam sein trotzdem. Und deswegen eure eigene Meditation und so, sonst geht das nicht. Müsst ihr nicht, ich weiß, 80% der Leute, selbst in China, die Qigong machen, haben nie meditiert und wollen es auch nicht. Ich kann euch nur sagen, das ist der nächste Schritt, und also es geht in die Richtung. Ne? Weil auch Meditation ist auch endlos zu lernen, und so habe ich ja eingangs gesagt. Ich sitze jetzt zum Beispiel schief, ein Bein angewinkelt, aufrecht, das andere zur Seite angewinkelt. Weiß ich, lasse ich so und versuche darin eine entspannte Haltung zu finden und darin vollständig zu atmen. Ja? Muss man nicht. Man kann auch sagen, das ist nicht gut, ich möchte mich richtig einrichten, habe jetzt keine Lust zu, müsste auch so gehen. Aber ich bin mir dessen bewusst, ne, dass ich das trotzdem so lasse jetzt.
Okay. Und ich weiß nicht, ob ich den auf YouTube veröffentliche, weil ich diese Woche. Das Wetter ist nicht so schön, es ist filmisch nicht so. Also es ist so grau in grau. Es ist schon grundsätzlich nicht so hübsch anzusehen. Nächste Woche müssen wir, aber dann einen Schritt in der Tai Chi-Form weitergehen. Aber dieses Mal war mehr Standard. Macht wie gesagt nur Spaß, wenn ihr mitmacht. Danke fürs Mitmachen. Bis nachher. Habt einen schönen Tag und entwickelt das innere Lächeln. Das ist echt wichtig.